Willkommen zur heutigen Ausgabe von Roli Backdruck kocht. Heute ungarischer Palatschinken. Ja, den kennt man auch unter anderen Namen wie zum Beispiel Pfannkuchen, Plinsen, Frittaten, allen möglichen. Aber ich rede hier von original ungarischem Palatschinken. Und der ist schnell gemacht, super lecker und einfach eingedicht. Also schauen wir uns das doch mal in Ruhe an. Beginnen wir unseren Palatschinken, indem wir 150 Gramm Mehl in unsere Schüssel geben und gefolgt von einer kleinen Prise Salz, die geben wir auch gleich noch mit hinein, wirklich nur eine kleine Prise. Dann schlagen wir auch schon zwei Eier dazu, natürlich die von den glücklichen Hühnern, ganz wichtig. Und hier Milch von der Milchtankstelle, da sage ich mal in einem separaten Video noch was dazu, geben wir 300 Milliliter Milch also mit hinein. Ich nehme hier die gute, richtig gute Milch. Und noch wichtig, 100 Milliliter Mineralwasser mit Kohlensäure. Also nichts ohne Sprudel, sondern da muss was drin sein. Dann geben wir noch dazu, wie ihr seht, etwas Zucker. Ein Esslöffel war das und eine Packung Vanillezucker. Und wir möchten hier noch ein klein bisschen aus meiner Bourbon-Vanillemühle. Und dann verquirlen wir das Ganze auch schon wunderbar. Und das Ganze gibt einen relativ flüssigen Teig. Und den lassen wir bitte kurz ruhen. Stellt den 10 Minuten in den Kühlschrank. Leute, ich sag euch, das lohnt sich wirklich, wenn der Teig hier kurz ruht. Öl machen wir in der Pfanne heiß. Und dann geben wir eben mit einem Schöpfer ein bisschen was hinein. Und backen das kurz goldgelb an. Und dann wenden wir das. Das könnt ihr mit dem Pfannenwender machen. Oder ihr seht schon hier, das geht auch mit etwas Übung so ganz flix raus. Den bestäubt man dann noch ganz leicht mit Vanillezucker oder mit Puderzucker. Man füllt ihn mit Nutella oder mit Marmelade, wie ihr wollt. Man kann ihn auch sogar herzhaft füllen, theoretisch. Aber da ist der original ungarische Palatschinken einfach mit etwas Süßem drin ein absolutes Gedicht. Ich sage euch, probiert das mal aus, gönnt dem Teig vor allem auch die Ruhezeit und genießt das. Leute, ich sage euch, so einen leckeren Palatschinken, der schmeckt tatsächlich direkt wie in Ungarn. Viele Rezepte versprechen es, dieses hier hält es. Vielen Dank fürs Zuschauen und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann, euer Roli.